Weiter geht's, meine Inklinge, ins Natur in der Kampagne. Heute haben wir den oktologischen Hinterhalt im Blauflossendepot, nachdem wir letzten Part 2 oder 3 Level gemacht haben und eine Schriftrolle verpasst haben. Ärgert mich immer noch. Machen wir heute die Oktolungs kaputt. Und ich bin gespannt, was wir heute in petto haben. Ich hoffe, etwas mehr Herausforderndes als sonst. Yes, blau. Ach, es ist Team-App. Die mit den Algen auf dem Kopf sind echt gefährlich. Oh. Von oben. Die von oben. Ah, die springen hier schon rum. What the fuck? Au. Du Hexe, du. Ich lade mal auf und ich hoffe, dass wir hier genug. Rüstung, Rüstung. Hui. Direkt vor mir gespawnt, aber auch, ey. So, Checkpoint. Ich höre schon wieder ein. Aber immer schauen wegen den Schriftrollen. Nee, man weiß ja nie, wo die sind. Da kann ich schon eine sehen. Oh, ich wollte nicht werfen. Ich wollte eigentlich irgendwo ranzoomen. Aber geht ja nicht. Leider. Ach, ich wünsche, es gäbe eine Zoom-Mechanik in dem Spiel. Das wäre so schön. Also außerhalb der Lobby. Dann würde ich einfach rumgehen, gucken, wo was ist und Thunfisch. Bombenhagel. Nee, da ist nichts. Nee, ich mache keinen Bombenhagel auf Gegner. Das lohnt sich nicht. Bin viel zu knauserig für. Ich bin ein bisschen geizig, was sowas angeht. Ja, ich sehe schon, ich komme da rum. Du mieses Stück. Du mieses Stück einfach. Von der anderen Seite, ne? Du mieses Stück. Nimm mir einfach meine schöne Dingens. Naja. Ha, versteckt sich mit der kleinen Tinte an der Seite. Hoch, hoch. Schriftrolle. Noch ein Thunfisch. Die Bazooka. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg verpasst. Ich würde vermuten, auf der anderen Seite ist die Schriftrolle. Sicher nie auf dem Hauptweg irgendwie. Sagen, habe ich sie erwischt? Nee. So, jetzt habe ich sie erwischt. Ich darf schon die nächste kommen. Ach, die ist da oben, oder was? Patrouilliert die? Ah, schau mal an. Schau mal einer an. Also, das ist ein Wasserweg, beziehungsweise ein Tintenweg. Ich glaube, den kann ich entlang gehen, eventuell. Okay, du bist besiegt. Heute gehen wir ziemlich auf den Nerven langsam. Ihren ganzen Tintenscheiß. Ah, und noch mehr Dingern zum Upgraden. Checkpoint aktiviert, das heißt nichts Gutes. Das heißt, dass das gleich noch mehr kommen, ne? Bäh. Hinter mir gespawnt. Ernsthaft? Das ist fies. Hinter einem spawnen sie noch gemein. Ah, noch so einer. Von diesen Algentypen. Da genau in meine Pfanne. So, wo ist jetzt das Ding, was ich suche? Also was? Mal kurz da rein. Einmal kurz darüber. Und einmal kurz auf die andere Seite. Einfach nur so. Aber nicht runterfallen. Nicht ins Wasser. Wasser gemein. Wasser ist doof. Wasser ist böse. Für Inklinge. So, noch kurz wieder aufladen. Wo zum Teufel kann dieses Scheißding sein? War nicht etwa ganz am Ende, oder? Das
ein bisschen lächerlich. Aber ganz am Anfang? Das ist aber auch lächerlich. Ich muss auch mal die neue Stage ausprobieren. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Die haben da irgendwie heute eine neue rausgebracht? Oder kommt morgen raus? Hm. Würde mich mal interessieren, wie die aussieht. Ich spiele ja momentan nicht so viel, aber... Ah. Kann man da unten hin? Nee, ne? Wo soll diese blöde... Wie gesagt, wenn ich bloß irgendwie zielen könnte oder anvisieren könnte oder... Keine Ahnung. Mal kurz reinvisieren. In die Level. Nein, kann man ja nicht. Wo zum Teufel bist du denn, mein kleines, liebes Etwas? Umschauen, umschauen, da ist nix. Da unten? Ist auch nix. Wo ist die Schriftrolle? Wo ist die Schriftrolle? Hä? Wo ist die? Ich gehe nicht aus dem Level raus ohne die Schriftrolle. Das könnte voll knicken. Mörs könnte vorspulen, wenn er wollte, aber ich werde die suchen und ich werde sie finden. Und töten. Ah, da ist er. Hey, letztes Mal bin ich hier runtergefallen. Diesmal ist es sogar relevant, hier unten zu sein. Leck mich am Arsch. Leck mich euer vom Arsch. Das gibt's doch gar nicht. So, hoch da. Und einmal. Fast zu weit. Fast, aber nur. Und wir haben Level 20 besiegt. Yay. Mit einem fetten Bonus an 20 Punkten. Sind das schon genug, die wir brauchen? Naja. Zunächst einmal wird vorgelesen. Oh Gott, nö, ernsthaft. Das neue Album Fresh Kids von Squid Squad. Scheiße, so wollte ich meinen Clan nennen. Kacke. Bringt ihren ohnehin genialen Squid-Core-Sound auf einen völlig neuen Level der Freshness und die Tentakel zum Wackeln. Der perfekte Sound für deinen Revierkampf. Oh Gott. Ich wollte meine Dingens, meinen Clan wirklich, also meinen Splatoon-Clan, wenn ich einen machen sollte, Squid Squad nennen. Scheiße, danke Spiel, ihr habt es mir voll versaut. Naja. Frage ist, wo ist Level 21? Weil ich habe immer noch keine Ahnung, wo das Ding ist. Wo ist Level 21? Letzten Part schon gesucht, nicht gefunden. Diesen Part müssen wir finden, sonst haben wir ein Problem. Und zwar, dass wir keinen Part haben. Also, mit zwei Folgen mindestens. So, das heißt, einmal rumlaufen, alles einsprühen, aber das wird ziemlich viel sein. In der Regel ist ja eigentlich ein guter Tipp, zum Level zu gehen, wo man fertig war. Und dann von da aus suchen, weil das ist ja relativ nah meist gelegen. Außer am letzten Level, da war das ziemlich nicht nah, sondern eher ein bisschen fern. Ha. Na ja, gehen wir hier runter. Hui. So, da waren wir da. Das war das Level 19. Level 19 war vorher. Da hinten ist 18, da ist 17. Schade, dass die Karte auch nicht reinzoomt, die man auf dem Gamepad hat. Echt ein bisschen Mist. Ich bin
vermuten, das hat irgendwas mit hiermit zu tun. Gucken wir da rüber. Nö. Zu wenig Schwung gehabt. Naja. Wo kommen wir denn hier hin? Wo ist dieses blöde Level? Also von da kommen wir zum Boss-Level. Wo ist das Level? Ich meine, wir haben hier alles abgeschlossen bisher. Bis auf Level 21, aber das finde ich ja nicht. Und hier unten ist nichts, obwohl das so ein bisschen auffällig aussieht. Ist irgendwo eine Seite an der Stage irgendwo was versteckt oder so? Nö. Aber der Turm ist auch komplett ohne Level bedeckt. Außer da oben. Na, ich hab's gehört. Und schönes Flugobjekt in der Backup-Bahnstation. Schon wieder ein Flugobjekt. Ich hasse diese Dinger. Die mit ihren fucking Airstrikes. Ach. Grün. Ich hasse grün. Also nicht hassen, sondern ein Tintenfernbomber, natürlich schon wieder. Fette Scheißvieh. Wie gesagt, viel. Sehr, 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 sehr viel Zeug am Anfang. Wieso habe ich Schaden gekriegt? Naja. Backer, 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 Bahnstation. Ach, das ist die Hauptmap, die man hier. Ah. Aber ich gehe nochmal alle Wege entlang, wie immer. Weil da drüben scheint etwas zu sein, eventuell. Weil das ein ziemlich langer Gang. Und da kann man schon mal was übersehen. Zum Beispiel ein Gegner, der ein bisschen was am Punkt bringt. Oh. Das war knapp. Jo, da sind noch fucking Menge an Gegnern. Aber diese Strikes immer, ne? Das ist ein bisschen hart übertrieben. Ohne Scheiß. Da gibt es sau viele Punkte in dem Level. Also, wenn ich mir merken, es ist nicht allzu hart. Und wo ist denn der? Da oben. Nope, 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 nope. Ich wollte mal kurz nach oben hin, ob ich da vorbei kann. Nee. Abgeblockt. Schade. Nett. Direkt mit dem Wegblockieren. Scheißvieh. So ein Drecksvieh. So ein Drecksvieh manchmal. Ei. Bitte was kleiner. Au. Mal schauen, da drüben kommt man nicht hin. Da drüben könnte noch was sein. Hinter der Absperrung. Ha. Da oben ist eine Kiste, beziehungsweise ein Dingens. Also gut. Ah, da komme ich gar nicht erst hin. Keine Kiste zu sehen mit einem möglichen Fragment, beziehungsweise Relikt, was ich habe. Danke fürs Kleinmachen von dem Ding. Boah, ihr seid solche Arschkrabben, ne?
Nicht gut, nicht gut. Das war arschkrampenmäßig hammerhart und cool. Wo ist diese Kiste, die ich haben möchte? Vielleicht hier drüben. Oh, hier drüben geht's noch weiter. Und ist da drüben. Und eventuell Kiste. Also klar, dass da so ein blöder Airstrike nochmal einschlagen muss und ein Gegner ist. Ja, meine Rüstung klaut. Arsch. So. Rüber, 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 rüber. Hoch, 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 hoch. Weiter, 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 weiter. Einmal da vorbei geschwommen. Einmal da vorbei. Einmal da rüber. Einmal. Au. Au, au. Und bloß nicht treffen lassen von diesem blöden Airstrike. Einmal weg da. Nicht ein Airstrike. Cool. Gott, ich hasse diese Dinger. Ich hasse die. Die sind wirklich ekelhaft. Und der Reflection auch nicht gerade nett. Aber zumindest kann man die wirklich farmen. Moment. Der sieht mich doch gar nicht, warum? Feuert er in dieselbe Stelle? Kann man hier Punkte farmen? Einen jeweils. Okay. Nimm ich hin. Ah, wow. Die spawnen nach und geben dann mehr Punkte. Cool. Ah, zumindest spawnt der eine nicht mehr. Oder doch? Nee. Scheinbar brauchen die nur eine bestimmte Anzahl an. Ja. Und dann sind sie für immer besiegt. Schade. Oh, das ist uncool. Nein, nein, weg da. Au. Du Scheiße, komm runter da. Komm runter. Dankeschön. Das war nett. Also die Punkte meine ich. Der Bosskampf eher nicht so. Aber ist auch kein richtiger Bosskampf. Ist ja nur ein Mini-Boss. Puh. Ein unschönes Flugobjekt. Die Stage war auch ziemlich finster, ne? Ha. Ja, wenn jetzt nichts Gutes kommt. Haha. Lecker, was zu essen. Erinnert er an den Inhaber des Schuhgeschäfts? Kann es Kreaturen gegeben haben, die sich von Garnelen ernährten? Das klingt unvorstellbar. In eurer Gesellschaft ja, in unserer also die Delikatesse. Und der Bosskessel wird geöffnet für uns. Und kann ich von hier da? Ja, ich komme von hier darüber. Wir haben hier einen Zahnumzahn mit Octodentor. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich werde erstmal, glaube ich, gleich mal versuchen, die Schriftrollen zu finden, die ich alle verpasst habe. Und eventuell nachreichen gleich, beziehungsweise im nächsten Part. Machen wir im nächsten Part am besten, ne? Also, sage ich nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt abonnieren, wenn ihr neu seid. Und beim nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich freuen. Und wie immer, bis dahin. Ciao, ciao.